Liebe Leute, mein Name ist Dragner, willkommen zurück zu RimWorld. Ich habe schon gestartet, wahrscheinlich eher aus Versehen jetzt gerade irgendwie. Kritischer Alarm, Zusammenbruch, Salve. Ja, du brichst immer noch zusammen. Da müssen wir uns aber vielleicht mal schnell drum kümmern. Wer ist denn der Hauptarzt? Maya Michelle, kümmere dich mal bitte um Salve. Danke. Transportkapsel. Schauen wir als erstes mal. Okay. Stirbt nicht sofort. Das ist schon mal gut. Wir können dich wahrscheinlich retten. Genau. Jetzt habe ich allerdings nicht aufgepasst, ob die sich uns anschließen würde oder nicht. Auf jeden Fall wäre es sehr schön, wenn sie sich anschließen würde. Es wäre eine weitere Person, die leider nicht wirklich kämpfen kann, wobei sie tut's immerhin. Aber sie ist eine Handwerkerin, Sozialmedizin kann sie erlernen. Deswegen Maya Michelle bitte retten. Ja, Maya Michelle hat viele Aufgaben bei uns. Habe ich das Gefühl. Mädchen für alles. Ein unverzichtbares Mitglied unserer Kolonie. Wie eigentlich jeder momentan noch. Wir haben eine Besuchergruppe und das in unserem ungeputzten Zuhause. Oh, Salve ist wieder fit. Na, das ist wichtig. Aber Salve, du wäschst dich erstmal und sowas. Du hast auch momentan keine Waffe. Sobald du dich gewaschen hast, nimm doch mal einen Bogen. Und zwar den hier. Und danach kümmerst du dich bitte um dieses Mini-Geschütz hier. Ach, das liegt jetzt alles hier oben rum. Das ist natürlich, naja gut, besser als wenn wir es gar nicht erst hätten. Salve dreht schon wieder durch oder immer noch. Ja, wir machen Salve heute erstmal alles. Oh, Dragner haben wir auch noch auf alles. Aber ist momentan okay. Lassen wir mal so. Mit Dragner haben wir eh viel zu kämpfen jetzt die nächste Zeit. Oh, die Stimmung ist so schlecht bei ihm. Ich bin überlegen, ob ich den Auftrag nicht einfach sein lasse. Aber die zweite Kanone wäre halt eigentlich schon sehr wichtig. Sonst bricht Salve. Ja, der bricht mir sonst zusammen. Der soll mal machen, was er will. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich, ehrlich gesagt. Soll sich ein bisschen entspannen. Ich kann es jetzt nicht gebrauchen, dass der direkt wieder zusammenbricht. Aber jetzt will er eh anscheinend arbeiten. Salve und Emma auch plötzlich. Was ist denn jetzt mit Emma los? Verrottete Leiche gesehen, ja. Okay. Dem können wir aber Abhilfe schaffen. Chris, kümmere dich doch mal ums Krematorium, bitte. Wenn das weg ist, wird es doch gleich ein bisschen wohnlicher. Unsere Besuchergruppe, ist die auch schon da? Nein, ich sehe sie noch nicht. Dragner spinnt auch noch rum. Aber Mello ist vollständig geheilt. Sehr schön, sehr schön. Wie schaut das bei dir hier aus? Oh, Wirbelsäulebruch. Das ist natürlich auch hart. Gut, die Leute schlafen. Chris bricht jetzt auch noch zusammen. Wahrscheinlich wegen den Leichen. Und hungrig. Okay. Chris, langt schon. Mach bitte, was du willst. Iss was. Hier bräuchte man eigentlich auch noch unbedingt ein Licht. Hier neben jede Tür noch ein Licht dran. Hier kann man eigentlich nicht zu wenig Licht haben. Na gut, hier oben brauchen wir kein Licht. Salve steht wieder. Baut uns eine Toilette. Also wenn du schon baust, Salve, dann bitte erstes Geschütz. Das wäre schon
sehr, sehr, sehr schön. Achso, jetzt haben wir Reinigen gemacht. Nein, du sollst bitte hier das Geschütz mal bauen. Einfach nur, dass wir vor dem nächsten Überfall etwas geschützt sind. Bauteile haben wir ja mehr als genug, weil ich gerade hier welche liegen sehe. Medizin haben wir auch noch mehr als genug. Essen ist mehr als genug da. Man muss es nur mal durchkochen. Quest läuft in 24 Stunden ab. Das ist welche? Die mit dem Gefangenen oder sowas? Ja. Werden wir aber jetzt erstmal nicht machen. Wir müssen jetzt so erstmal genug mit Ragnar kämpfen. Das gefällt mir eh schon nicht. Ich hätte die Quest wegen dem Aufstieg vielleicht gar nicht erst machen sollen. Hitzewelle. Mist. Ich habe die Temperatur. Was ist denn eine Überwandkühlung? Das kenne ich nicht. Dass über eine Wand gebaut wird. Kostet das Gleiche. Probieren wir einfach mal aus. So. So. Ja. Ich merke gerade, dass ich meine Wohnblöcke ziemlich doof gesetzt habe. Vorübergehend mal so. Vor allem wegen hier hinten. Hier ist wahrscheinlich ein Dach drüber. Ja. Hier machen wir mal kurz einen Abriss. Und dann sagen wir: Dach abreißen. Ah, hier. Okay, versuchen wir es mal. Dann brauchen wir allerdings auch noch ein paar Lüftungen. Hier haben wir eine, hier komischerweise auch. Hier nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das so gut funktioniert. Kann sein, dass Eudokia gleich rausgeschmissen wird. Aber unter diesen Umständen. Salbe, bau bitte mal hier die Klimaanlage. Wir haben keinen Stahl. Nein. Okay. Wir wissen uns ja zu helfen. Oder auch nicht. Jetzt haben wir ein Stahlproblem. Da ist noch kein Stahl drinnen. Das heißt, wir brauchen Bergbau als alleroberste Priorität. Jetzt halt hier mal. Ach, die Toiletten hätte ich. Ja gut, ein bisschen Stahl ist drinnen. Aber das ist halt alles nicht viel. Können wir jetzt zumindest eine Klimaanlage können wir jetzt mal hier unten fertig bauen. Das ist schon mal gut. Jetzt okay, hier oben im Freien 40 Grad. Ich muss jetzt hoffen, dass die Hitzewelle schnell vorbeigeht. Ja, dauert 9 Stunden, sollte morgen quasi wieder vorbei sein. Das ist zumindest gut.
Aber die Klimaanlagen müssen wir so oder so mal bauen. Chris hat Hunger. Er kann ja etwas essen. Wo ist das Problem? Macht er auch. So, Dragner. Hopp, 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 hopp. Dann hätten wir zumindest mal im Hauptraum eine Klimaanlage, obwohl das bei weitem nicht langt. Sonst haben wir keinen Stahl mehr jetzt irgendwo. Nein. Marmor, Schiefer. Ich glaube, mit dem Stahl war es das jetzt gewesen. Hier noch ein bisschen. So, Dragner hat gerade genug gemacht. Dann kümmert sich jetzt bitte das halbe mal hier drum. Für den Rest. So. Wenigstens eine Klima hätten wir. Wie schauen die jetzt aus? Okay. Ja, ist halt nicht so ein fetter Block wie hier. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Lüftung gab es auch. Ja, da könnte man später auch mal die Lüftungen dafür ersetzen. Also hier zum Beispiel mal gleich mal angefangen. Na, jetzt brechen einige zusammen wegen der Hitzewelle. Ach, das heißt dauerte, nicht dauert noch 9 Stunden, sondern dauerte. Na, da müssen wir jetzt einfach hoffen, dass es irgendwie schnell vorbeigeht. Wir können es jetzt nicht ändern. No. Die Klimaanlage hier bewirkt gar nichts. Puh, ja, vielleicht hätten wir die lieber in einen kleinen Raum bauen sollen, wäre vielleicht geschickter gewesen. Feuer ist nicht entstanden, wie es gerade dort stand. Ja, ja, alles nicht so ideal jetzt gerade. Also hier bräuchten wir eventuell auch möglichst schnell die Klimageräte. Ja, die ich allerdings jetzt so nicht sehe. Es ist wieder eine Add-on von mir. Das gibt's doch nicht. Ja, anscheinend ist das ein Add-on, was ich sonst immer habe mit den richtigen Klimageräten. Das ist ja bescheiden. Ja, das merkt man jetzt natürlich an meinem Basisbau. Normalerweise baue ich halt also irgendwann keine solchen Klimageräte mehr oder keine Kühlungen mehr, sondern halt die richtigen Klimageräte, die über die Abwasserrohre funktionieren. Aber ich kann da jetzt noch so häufig drüber schauen. Anscheinend gibt es das nicht im normalen Spiel. Das ist wohl ein Add-on. Das finde ich jetzt etwas bescheiden. Das heißt, ich muss mit Klimaschächten dann irgendwie arbeiten. Weil hier, in diesem Riesenraum, brauchen wir definitiv mehrere Kühlungen. Verrückte Steinböcke auch noch. 4 Stück. Kommen von hier oben. Kommen von hier. Hm.
Ne, machen wir mal anders. Stellen wir mal hier rein. Und hier rein. Oder hier rein. Natürlich gehen die Türen nicht zu. War ja klar. Jedes Mal der gleiche Scheiß bei mir. Du könntest eigentlich mal... Was kannst du denn? Zielpunkt geblendet wird und langsamere Bewegung. Das bringt mir eigentlich beides gar nichts. Okay. Natürlich wieder mal zwei verletzt. Wie schlimm ist es denn diesmal? Ja. Ja, geht. Geht, geht, geht. Wo wäre denn die nächste Klimaanlage am sinnvollsten? Dach ist abgerissen. Okay, dann können wir hier wieder zumachen. Und wir wollen so eine Klimaanlage. Die Hitzewelle ist vorbei. Ja, wenigstens etwas. Das ist gut, dass die jetzt vorbei ist. Dann fangen wir nochmal ein bisschen mit der Planung an zum Schluss. Wir wollen wieder die Duschen, weil jetzt ist der Stahl jetzt nicht mehr so, dass ich es sofort hundertprozentig auf die Sekunde sofort brauche. Rohre, ja schön. Ich habe jetzt eigentlich die Waschbecken anscheinend schon hier unten geplant gehabt. Ich plane mich auch 3 oder 4 Mal immer um. Wir legen jetzt Rohre einfach überall rein und fertig. Ansonsten würde ich gerne hier den Kühlraum weiter ausbauen. Und zwar ungefähr so. So, und sowohl hier als auch hier eine Türe reinsetzen. Und dann soll nämlich hier unser Gewächshaus hinkommen. Das Gewächshaus muss von der Wand aus 22 Felder lang sein und dann hier wieder in der Mauer. Überprüfen wir nochmal. Ja, sind 22 Felder. Ich glaube, die zwei hier, wo ich nicht hinbauen kann, sind wurscht. Dann brauchen wir hier 22 Felder. 3 haben wir schon, also noch 19. Mal kurz Überprüfung. 22, hä? Ah, okay. Da ist der Denkfehler. Er zählt auch die Sachen mit. Und dann hier so quasi. Das sind jetzt aber nur 21. Achso, weil ich die Linie innen gezogen habe. Die Mauer muss hier hingehen. Das heißt, jetzt habe ich hier 22. 22 und hier auch 22. Ja. Und dann machen wir hier einen Kühlzugang, Schleuse. Dann haben wir hier den Kühlraum. Sollte hoffentlich lang für die ganze Nahrung. Und wir machen, hier haben wir den Flur. Dann machen wir hier einen Eingang rein. Und ich sehe gerade, wenn wir hier eh den Flur haben, was machen wir denn hier? Wie viel sind denn das?
7. Hier könnte man eigentlich noch in irgendein Zimmer reinbauen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man die Kühlkammer nicht einfach noch bis hier raufzieht, aber wir könnten auch einfach noch einen Schlafraum reinbauen. Das, glaube ich, ist auch in Ordnung. Den Bock tragen wir lieber mal dringend. An Stahl brauchen wir momentan ganz viel, deswegen bauen wir hier überall noch ab, auch wenn es eine gerade kein Stahl war. Was brennt denn jetzt? Schon wieder hier hinten? Ein königlicher Steuereintreiber kommt vorbei. Sie akzeptieren Gefangene und Gold, das du als Tribut anbietest. Diejenigen, okay, okay, okay. Okay, Steuereintreiber mag ich eigentlich gar nicht. Schauen wir mal, was ich damit machen werde. Übrigens, hier unsere gesunde Person ist weg, habe ich gar nicht mitbekommen. Chris und Emma brechen zusammen. Warum? Ja. Wir machen das jetzt einfach mal 2 Tage lang tatsächlich komplett so. Dann werden wir wieder anfangen. Mir ist gerade hier alles ein bisschen zu chaotisch. Die Leute sollen sich jetzt mal 2 Tage lang... Das kann doch nicht wahr sein. Also für mich, in meinen Augen, ist das eigentlich im Berg drinnen, aber anscheinend nicht. Deswegen schicken wir da mal jemanden runter, der da am Dach drüber setzt wegen dem Regen. Hier haben wir den Steuereintreiber. Okay, wann ist Dragner wieder fit? Dauert noch ein bisschen. Emma, dauert auch noch ein bisschen. Schlafen gerade alle. Wir werden am nächsten Tag mit dem Steuereintreiber reden. Mal schauen, was der zu sagen hat. So viel Dreck hier. Ich würde das Putzen gerne am liebsten hier vorne hinsetzen. Aber das funktioniert ja anscheinend nicht. Schaut das eigentlich aus? Oh, wir brauchen auch wieder Essen. Und zwar eigentlich dringend. Aber ausgerechnet beide Köche sind verwundet. Nein, Maya Michelle ist ja nicht verwundet. Maya Michelle. Okay. Maya Michelle werden wir arbeiten lassen, da komme ich jetzt nicht drum herum, die muss kochen. Aufsehen kann auch Chris dabei. Maya Michelle soll kochen. Achso, und eigentlich müsste auch Maya Michelle verhandeln, glaube ich. Aber da haben wir ja auch noch Chris. Der ist sogar noch besser. Wir können die beiden Gefangenen übergeben. Das möchte ich aber ganz und gar nicht. Weil hier haben wir jemanden, der soll einfach nur kochen. Und Coyote ist halt allgemein einfach gut. Verkaufen würde ich ihn. Wobei Coyote, er kann bauen. Medizin, Handwerk. Das wäre schon wichtig. Ja, ich weiß, und der ganze Dreck, aber ich kann niemanden zum Putzen abstellen. Wir brauchen jede Person momentan. Das ist das Problem. Ich könnte aber jetzt momentan auch Dragner wieder auf Kochen stellen eigentlich. So, die Leute sind zumindest wieder fit.
Ja, wir haben momentan echt viel zu tun. Das ist der Wahnsinn. So, nächste Klimaanlage fertig. Da ist fertig. Klimaanlagen kommen gerade. Wie schaut denn die Stimmung aus? Dragner noch ein bisschen niedrig. Maya Michelle passt einigermaßen. Passt einigermaßen. Okay, einen Tag geben wir ihnen noch und dann wird wieder auf Arbeit gesetzt. Ja. Und das mit dem Dreck passt mir halt überhaupt nicht momentan. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht einen Tag lang alles nur putzen lasse. Also alles auf zwei Sätze bis auf Reinigen, dass hier mal alles gescheit durchgewischt wird. Und mir fällt gerade ein, wir bräuchten eigentlich hier auch Waschzeug für den Abanmelo. Ah, wir haben so viele Baustellen. Wir müssten auch noch ein richtiges Gefängnis irgendwo hinsetzen. Das ist ja alles hier nur provisorisch. Aber als nächstes brauchen wir mal hier den das Gewächshaus. Das Bad ist immer noch nicht fertig. Strom auch nicht. Wobei der ist jetzt gerade mein geringstes Problem. Deswegen interessiert mich der tatsächlich relativ wenig. Strom haben wir momentan noch genug. Zum Forschen kommen wir auch nicht mehr. So viele Baustellen, so viele Baustellen. Ich glaube, ich verstricke mich auch immer weiter wieder. Oh, wir müssen das machen. Oh, wir müssen das machen. Oh, hier ist ein Angriff. Ja. Na, Stromkabel. Wandholz. Achso, ne. Und verschiedenes zwei. Achso, ein Licht habe ich, glaube ich, noch dort. Und hier brauchen wir überall Stahl- und Sandsteinblöcke. Okay, für heute wäre es allerdings trotzdem gewesen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus.